So, liebe Freunde, willkommen zurück bei meinem Let's Play von Journey. Ja, wir waren hier letztens stehen geblieben und haben diese Teile aktiviert. Die kleine Info hier, also die Geschichte bekommen, wie was gewesen ist, was wir schon gemacht haben. Und ja, jetzt werden wir hier mal einfach weitergehen. Und wie ihr hier schon seht, ja, kommt Schnee herunter. Also das nächste ist eine Schneegegend. Also haben wir jetzt schon sozusagen Wüste gehabt. Wasser, sozusagen Wasser. Also ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, dass es wirklich Wasser ist. Also es war halt einfach Nebel, das halt aussieht wie Wasser denn. Und ja, also wir müssen zu dem Berg. Also wir sind fast da, wie ihr seht. Also wir sind schon an der Schwelle davon. Oh, da fällt einer runter. Okay. Ist er eingefroren? Ja. Er ist abgestürzt und friert ein. Also es ist verdammt kalt scheinbar hier. Nun gut. Oh je. Da haben wir unseren alten Freund wieder. Ja. Also hier dürfte ich, glaube ich, keinen von diesen Teilen übersehen. Ja, das Problem ist ein bisschen, das Springen wird ein bisschen schlecht, wenn das Teil eingefroren ist. Da ladet sich das Teil auch nicht mehr wirklich richtig gut auf. Oh ja, da kommt gerade dieser Sturm. Da muss man sich am besten hinter diesem Teil verstecken. Sonst wird man recht am Erfrierungstod erinnert. Hat auch, glaube ich, ein bisschen zurückgeweht. Ja gut, Erfrierungstod kriegt man jetzt nicht wirklich, also. Aber es ist halt sehr kalt für ihn hier und kann schon kaum noch richtig hochfliegen, trotz dieses aufgeladenen Superteil hier. Die Energie nimmt auch recht schnell ab. Naja, schau, ich sag ja da. Ah, und habt ihr gesehen? Mich hat dieser scheiß Wind erwischt und ein paar von meinen Schalfetzen sind verschwunden. Also ein ganz schönes Stück ist weggegangen, wie ihr es eben gerade sehen konntet. Das ist sehr ärgerlich. Aber ich glaube, das lag jetzt nicht daran, dass ich jetzt so weit, dass ich jetzt in diesen Wind reingegangen bin. Okay, der friert, den wecken wir ein bisschen auf hier. Ja, der wärmt mich ein bisschen. Komm mal her. Komm her. Da kann ein bisschen wärmen hier einfach. Da komm her. Nicht? Dann nicht. Böser Hund. Oh, er hat Angst vor dem Viech. Toller Mond. Ah, da fliegt ja schon das ein Viech. Das ist echt groß, das Ding hier. Das ist. Wow. Ja. Dann wollen wir doch mal. Okay, er hüpft fast nicht mehr. Also, das ist echt. Ja. Und ich habe schon ganz schön ein Stück, glaube ich, von meinem Zeug verloren hier, oder? Kommen wir hier so vor. Egal. Ah, genau. Hier kann ich hin. Das aktivieren. Das ist nämlich so eine Art Wärmelampe. Ja, und das fliege ich einfach mal hier hoch. Und zwar gibt es hier einmal das hier. Geschichtsstück hier. Ja, und ich glaube auf der anderen Seite, oder? Ist dann nicht. Oh, ich dachte, hier wäre noch so ein Teil, so ein Zeichen. War wohl eine andere Nische.
Ist ja wurscht. So. Ja, jetzt wollen wir hier ein bisschen rüber. Ist ein bisschen abgeknickt. Friert natürlich sofort wieder ein. Außer wenn ich halt ein bisschen drauf rumrutsche. Ja, ich selber friere hier bald fest. Der müht sich hier echt ab, hier lang zu latschen. Das ist Wahnsinn. Also man merkt richtig die Witterung, wie das den Typi hier zu schaffen macht. So, hier muss man wieder ein bisschen aufpassen. Hier gehe ich am besten am Rand, weil da oben seht ihr schon so ein bisschen von hinten. Da fliegt wieder dieses Viech hier umeinander. Und hier kannst du ihn auch erwischen halt. Deswegen gehe ich hier ganz dicht am Rand entlang. Sogar ein Stück weiter rüber kannst du ihn erwischen. Also der sucht hier schon gut alles ab. Ich finde es immer noch beeindruckend hier, wie dieser Schnee und alles aussieht. Und auch der vorher der Sand und so weiter. Wie echt das aussieht. Das ist wunderschön gemacht. Oh, jetzt komme ich gerade nicht weiter, weil dieser scheiß Sturm hier ist. Ich mache am besten hier keinen großen Sprung oder irgendwelche Töne. Ich will mich ja nicht aufmerksam machen bei den Viechern. Das wäre nicht sinnvoll. Ich habe sowieso schon hier mit einigem zu kämpfen. Ich glaube, da vorne gibt es auf jeden Fall, glaube ich, einen so einen Teil. Boah, Hilfe. So. Ich glaube hier entweder so ein Geschichtsteil oder so ein... Ja, Geschichtsteil. Zeichen gerade keins, okay. So. Okay. Viele Leute pilgern da irgendwie auf den Berg rauf. Alle da. Pilgern wir da auch mal hin. Joa. Oh, das ist echt erschwerend hier herumzulaufen. Wenn der Wind so pustet und es so kalt hier scheinbar ist und der müht sich hier echt ab, bei jedem Schritt bald. Das ist... Puh. Zeitaufwendig. Oh je, oh je. Lauf halt. Springen wir ein Stück. Solange wir nicht großartig entdeckt werden hier. Oh, da fuscht das Viech schon hier um die Gegend. Gott, ich sehe schon kaum noch was. Was? Das ist nah. Ich bin auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Da geht's zum Ding und da fliegen schon welche von diesen Hunde fliegenden Viechern da, die Teppichfetzen da rum. Ah, ja, jetzt ist knapp. Ah, okay. Da kommt schon recht nah ran eigentlich. Oh, und wieder dieser Sturm. Meter für Meter, mühselig. Jetzt wisst ihr auch, warum ich gemeint hatte, hier Speedrun-mäßig so in einer Stunde geschafft. Mit den Zeichen da einsammeln und so weiter. Das ist ja. Kein Wunder, wenn man hier Stunden braucht, um mal ein bisschen vom Fleck zu kommen. Aber ich liebe dieses Spiel trotzdem. Also ich würde das auch gar nicht mehr hergeben. Also es ist toll. Es war jeden Cent wert und Speicherplatz sowieso. Ah genau, da muss ich rein. Das Stück da. Ja, da fliegt dieses. Komm ich.
Balken hier umeinander. Hüpfen wir noch ein bisschen hier. Ah, nicht zu nahe kommen, nein. Hau ab. Hier kommt er eh nicht durch. So, passt. Das ist auch diese bedrohliche Musik wieder weg. So. Jetzt kommt es dann oben Ansicht. Die ist normal, also die habe ich nicht gemacht. Ich kann jetzt zwar ein bisschen bewegen, aber es hat immer irgendwie diese Ansicht. Ja. Schön gefroren, das Zeug hier alles. So. Es geht langsam dem Ende zu. Ich weiß nicht genau, es könnte sein, dass es der letzte Part wird. Schauen wir einfach mal. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Für diesen Wind. Ich komme hier kein Meter weit vorher. Ja, da sind diese Felsen halt. Da muss man sich am besten immer dahinter verschanzen. Man sieht ja schon von dem Schnee halt, dass da nichts ausmacht eigentlich. Ach, gerade noch zeitlich geschafft. Das ist echt schwer, also. Da mal Timing gescheit abzupassen und da hochzukommen. Puh, gerade noch so geschafft. Am Anfang, wo ich das mal gemacht habe, habe ich das nicht sofort geschafft, also es war echt schwer, so. Ah, hier habe ich es auch geschafft. Normalerweise fliege ich da runter immer. Leute, ihr macht mir... Ihr bringt mir Glück. So. Jetzt wird's heftig. Jetzt kommt richtig Sturm. Schneesturm. Da oben fliegen schon wieder so Viecher rum. Ja. Jetzt müssen wir einfach die Richtung laufen. Und ihr seht, der Schneesturm pustet mich zur Seite und macht meinen Schal kaputt. Das ist scheiße. Und es kommt wieder ein Stück Schneesturm und der Schal geht kaputt. Ich kann kaum noch springen, wie ihr seht hier. Ich habe fast kaum noch richtig Schal. Und wieder ein Stück kaputt. Oh je, yeah. Jetzt habe ich fast gar nichts mehr. Es ist nicht mehr wirklich springen, es ist eigentlich nur noch Arme wedeln. Achso, und wenn ich hier das Zeichen machen will hier. Hier seht ihr noch ein klein bisschen. Hier mache ich diesen großen. Da auch kaum noch Kraft. Also, springen geht jetzt gar nicht mehr. Kein Schal mehr. Das ist schlecht. Es blitzt. Und hagelt. Aber keine Sorge, das ist normal. Okay, jetzt bin ich scheinbar aus diesem Sturm raus. So, oder direkt mittendrin. Ich plag mich hier übelst ab. Schaut einfach selbst. Ich rede zu viel sonst. Viele, die das sehen, können sich wahrscheinlich denken, was gleich passiert. Wenn man das zockt, nimmt dann das echt mit. Man sieht schon kaum mehr das Ziel, wo man hin will. Es ist kalt. Und er bricht zusammen.
fällt um. Puh. Aber das ist nicht das Ende. Zum Glück nicht. Denn das wäre echt ein trauriges und schlimmes Ende, also. Das wäre echt grausam. Ja. So, da liegt er nun. Die Augen leuchten wieder. Und wir kriegen einen Schal. Einen neuen, sehr, sehr langen Schal. Mit super Sprungpower. Ja, da muss man selber halt auf X drücken. Sonst bleibt er ewig da rumstehen. An den Viechern vorbei. Richtung Horizont. Aus diesem Sturm heraus. Ins Licht. Und diese bösen Viecher, diese Grauen, werden zu Guten oder entpuppen sich als Gute. Und wir fliegen. Also wir können nicht runterfallen, weil das ist wieder dieser Nebel, der einen wieder auflädt. Ich kann euch das gerne zeigen. Also ich fliege jetzt mal daneben hier. Oh, oh mein Gott. Haha, von wegen. Und wieder rauf. Wir können echt hochfliegen. Laden wir mal schön wieder auf. Zeigt natürlich diese Lichtdinger da immer, wo man hin will. Aber schaut euch einfach mal diese, oh, Moment. Diese Umgebung an. Das hat mit diesen Säulen hat wieder irgendwas Asiatisches oder so. Da leuchtet es jetzt, also da müssen wir hin. Jetzt geht das gleich wieder weg. Wenn wir näher kommen. Wir können jetzt auch auf den Viech da reiten, aber rutschen wir einfach mal hier runter. Zeitmäßig sieht auch sehr gut aus. Also wir dürften es bis zum Ende schaffen. Haben wir das in drei Parts geschafft. Finde ich eigentlich eine ganz gute Leistung. Jo. Hier schaut es wieder nicht aus wie unter Wasser, weil es fließt ja Wasser von oben. Aber das für diese Teile halt, die hier trotzdem nach oben wachsen sozusagen, ist halt so ein bisschen Fantasy angehaucht. So, und hier wird es auch wieder richtig schön. Also überall Nebel. Und wir können hier einfach überall hindurchfliegen. Einfach hoch. Und oben ist auch total atemberaubend. Und die Musik dazu dann. Hier reiten wir mal auf den schönen Wal da. Gehen wir hier weiter. Danke fürs Mitnehmen, Wal. Und die Musik ist echt toll. Ja, und da sind ja diese ganzen Zeichen, die da von der Mitte oben runterstrahlen. Wo wir halt hinwollen. Und wir leuchten einfach nur. Reiten wir den Sonnenuntergang entgegen, sozusagen. Ja, passt auf, jetzt landen wir erstmal hier. Achtung. Zack, und. Jetzt gehen wir ein Stück weiter und Achtung.
Und der Schal verschwindet. So, und jetzt könnt ihr hier auch wunderbar sehen, auch noch hier im Licht, wie schön man hier zeichnen kann. Schauen wir, ob wir was hinkriegen. Ah, ich kann nicht mehr springen. Okay, ja. Sollen wir zeichnen? Ist das S? D. O. W. Achso, jetzt habe ich ein H vergessen. Ach Gott, bin ich doof. Ah, ich kann nicht mal meinen eigenen Let's Play-Namen schreiben. Ah. Ist ja wurscht. Das heißt, Sado. Sado, Sado. Ach. Wurscht. Laufen wir einfach weiter. Auf zum Licht. Wie heißt es in irgendwelchen schlechten Horrorfilmen? So, nein, lauf nicht in das Licht. Das Licht ist schlecht. Das Licht ist böse. Dann stirbst du. Oder irgend so ein Scheiß. Ja, in diesem Fall nicht. Dann. Das ist unser Ziel. Ohne das können wir das Spiel nicht beenden. Na los. Und es ist so hell. Schön belichtet. Aber ich muss echt sagen, die Leute von The Game Company sind echte Pioniere. Also die haben aus einem kleinen PSN-Game echt eine Riesensache gemacht. Und das Journey ist natürlich das Beste von allen dreien geworden. Das ist echt das Allerbeste. Wie hoffentlich mir auch zustimmen könnt. Ja. So, wir sind da, wo wir hingehören. Sieht man kaum noch meine Figur. Ich weiß nicht, ob ihr die noch seht, aber ich sehe es noch ein bisschen. Wie gesagt, ich musste die Aufnahme leider in andere Bildformat machen, um zu sehen, also um das zeigen zu können, da Journey halt ganz andere ja, Voraussetzungen hat als normale PlayStation-Spiele. Ja. Na, ist nicht nur alles weiß, wie ihr wahrscheinlich. Ah, jetzt kommt wieder was. Jo, ein Grabstein leuchtet. Und da sind wir scheinbar, wie wir da rumfliegen. Thank you for playing Journey. Gern geschehen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Also bewundert auf jeden Fall diese tollen Ansichten hier. Das ist irgendein anderer Spieler. Ja. Und natürlich die Musik ist einfach nur toll. Jo, Zeit sagt auch noch, dass es funktioniert. Also wir gehen jetzt hier gerade mal mit diesem Licht alle Ebenen entlang, wo wir waren. Und natürlich auch die ganzen Effekte und das ganze Licht und alles sehen könnt. Toll. Ich werde es auf jeden Fall schauen, was ich noch Let's Playen kann jetzt. Da ja mein anderes Spiel, was ich
Blind zocken wollte, noch nicht da ist. Leider. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde es bei YouTube reinschreiben und auch bei Facebook, denke ich mal. Vor allem, glaube ich, aber auch bei Twitter. Was ich gerade poste, also was ich gerade streame und was ich demnächst machen werde. Ja, ihr könnt mir gerne auch Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Ich wollte eigentlich eine Liste reinschreiben mit allen Spielen, was ich so habe. Ich habe einen Haufen. Aber leider ist das begrenzt bei YouTube. Also an der Seite bei Info, hier biografiemäßig so, was über mich halt, geht es halt, wie die Leute halt wissen, bis 1000 Zeichen. Ist ein bisschen wenig, wenn man halt, keine Ahnung, 60 Spiele oder sowas hat, oder über 60 Spiele. Da wird das schon ein bisschen eng, sehr eng. Ja. Naja. Also ich habe sehr viele Spiele. Fragt mich einfach, was ihr sehen wollt. Also generell kann ich euch sagen, ich habe keine Sportspiele. Ich zocke kein FIFA oder sonstiges, weil das ist überhaupt nicht meine Richtung. Rennspiele habe ich jetzt ModNation Racer oder Little Big Planet Karting zum Beispiel. Weil es einfach funmäßig ist wie Mario Kart. Weil Mario Kart ist eigentlich Kult gewesen. Und das taugt halt einfach auch mit Abschießen und gegen andere Freunde oder online zocken. Ja, und habe noch andere viele tolle Games, wie ihr gesehen habt mit dem Video und so weiter, dass ich halt vorher versucht habe aufzunehmen von Darksiders 2, wo ich halt nur doof mit der Cam aufgenommen habe. Und die Quali echt schlecht war. Einfach nur schlecht. Weil es klar, jeder, der irgendwie doof mit der Cam auf dem Fernseher ausrichtet und dann aufnehmen will, das ist, es ist einfach nur schrecklich. Ja, dafür habe ich es ja jetzt mit dem Grabber hoffentlich gescheit gemacht. Und ja, gut, jetzt könnten wir eine neue Reise machen, von Anfang, wo wir begonnen haben. Das machen wir natürlich nicht. Also, wir werden den Part beenden. Ich werde die Videos schneiden, hochladen. Ihr könnt es euch natürlich, ihr werdet es euch natürlich ansehen. Und ja, schreibt mir einfach, wie ihr es findet. Gebt mir Feedbacks, Tipps, sonstiges einfach. Und habt Spaß einfach beim Zuschauen. Also, vielen Dank und wir sehen uns. Ciao, Leute.